allen mal schauen, ob die wer lernen kann. Also kann jemand Wuchtschlag lernen von meinen Hansels. Ja, so ungefähr alle aus der Togepi, danke. Eisenschweif. Nur Glurak, aber das macht auch Sinn. Togepi, Angeberei müsste Togepi lernen können. Jawohl, können alle. Anziehung, ja, Togepi sowieso. Fliegen, Togepi vielleicht. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Okay, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber viel Glück. Ja, dann sag's so einfach. Ist nicht so schwer, oder was? Kannst auch reden, verrückte Mongo. Ist inzwischen was rausgekommen bei deiner Recherche? Oder bist du inzwischen eingeschlafen, oder wie? Beides. Okay. Ich hatte eine Pokéflöte dabei. Ja. Einhalb. Okay, ja. Gut, also ist leider nicht der Vierer-Multiplikator. Aber ist in Ordnung. Wir können... Oh, 37.000 Poké-Dollar. Was läuft? Wir können viele Sachen kaufen. Ich könnte eigentlich auch mal was verkaufen. Die Frage ist, was? Wie viel bringt eine Aprikoko? 100, ja, ist ja lächerlich. Minzbeere, Beere, Blendpuder, Überreste. Pokéball könnte ich verkaufen. Münzkorb könnte ich nicht verkaufen, logischerweise. Wie viel bringt eine TM? 1500. Also TM wird vielleicht Sinn machen zu verkaufen sogar. Die Frage ist nur, welche. Also ganz ehrlich, würdest du Angeberei verkaufen? Ja. Okay. Ja, sind weil die Attacke, die bringt es einfach nicht. Okay. 500 Poké-Dollar. Reicht mir. Und jetzt können wir was kaufen. Was sollten wir kaufen, ist die Frage. Auf jeden Fall Tränke, Bälle. Und was ist ein Surferbrief, bitte? Na, ist doch auch so ein Brief, den du Pokémon mitgeben kannst. Ja. Umschlag mit Lapras. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Das ist der Briefumschlag. Da kommt der Brief rein. Super. Also erstmal super Schutz. 10 Stück. Also, eine Frage, wird eigentlich die Hälfte von meinem Geld bei Mama gelagert oder nur ein Teil wirklich? Ich glaube die Hälfte. Hälfte, okay. So, jetzt, als ich gerade kaufen will, was passiert? Ich habe keinen Platz mehr. Ungewohnt, also aus Pokémon Gelb, du hast ja... Also, es gibt keinen Platz im Universum. Ja. In deinen Taschen vor allem, also... Und hier in der zweiten Generation ist es wirklich besser, aber das erste Mal... dass meine Taschen voll sind. Was verkaufe ich denn? Die ablegen. Die Aprikokos können weg. Zack, 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 zack. Diese ganzen Beeren, ne? Ja, ist auch kritisch. Können mitunter nochmal nützlich sein. Ja, genau deswegen sollte ich es eigentlich nicht weggeben. Minzbeere. Also normale Beere kann, glaube ich, weg, vor allem wenn ich Supertränke habe. Beere war mal am Anfang sinnvoll, aber jetzt... Nee. Überreste können weg. Surferbrief kann weg. Und Blendpuder senkt Genauigkeit. Weg damit. Wegen der Sache mit dem Geld. Ich habe mal gegoogelt, was auch sonst. Wenn du schon die älteren Spiele durchgespielt hast, wirst du wissen, dass es in den ursprünglichen Editionen Gold, Silber und Kristall die Möglichkeit gab, Geld bei der Mutter zu deponieren, damit du das Geld dort im Falle einer Niederlage, bei welcher man 50% des vorhandenen Geldes verliert, in Sicherheit ist. Aber hier steht... Hier ist keine Ahnung... Keine Angabe, wie viel. Nee. Okay. Hier steht nur, dass Geld gespart wird, aber das war ja schon klar. Ja. Okay, wenn ich mal irgendwie wieder daheim bin, dann schaue ich mal. Erstmal kaufen. Superbälle 15. Supertränke 15. Hypertränke. Ja, ist glaube ich noch nicht so sinnvoll. Es wird erst in den höheren Level sinnvoll. Bei 200 KP, du musst halt auch ein Pokémon 200 KP haben. Ich meine, die habe ich jetzt, aber. Inzwischen, die kriegen auch noch nicht so auf den Sack. Also Relaxo wird nicht kaputt gehen hier. So, 15 mal Superschutz noch. Yes, und Wiedersehen. So, ich finde es eine gute Bilanz. Wenn ich dir auf die Uhr schaue, es muss auch mal reichen irgendwann. Aber ich habe Bock. Also ganz ehrlich, du kannst gehen, du kannst noch bleiben, aber ich würde fast nur sogar noch ein bisschen weitermachen, weil ich habe gerade... Ich will gerade... Ja, von mir aus, ich bleib. Gut, dann kannst du mir nämlich auch gleich sagen, wo ich hin muss. Aber du warst jetzt Olivania City, Anemonia City hattest du, zurück nach Teak City und dann Richtung
Mahagomia oder Ebenholz City. Ich weiß nicht, welche Stadt zuerst kommt. Also jedenfalls östlich aus der Stadt raus. Östlich, also... Ja, dahin, wo ich herkomme praktisch, oder was? Ja, okay. Teak City war das, ja. Alles klar. Ja, oder du versuchst erstmal, falls das in der Kristalledition jetzt schon möglich ist, an Ho-Oh ranzukommen. Ja, auf welchem Level ist das, wenn ich es bekomme? 50. Dann wäre es sogar sinnvoll, trotz meiner heftigen Pokémon. Ja, oder 70? Ich weiß es nicht, weil... Ja, also jetzt wollen wir übertreiben, oder was? Nein, es ist halt so, in der silbernen Edition findest du zuerst Lugia auf Level 50 und später Ho-Oh Level 70. Bei der goldenen war es umgekehrt. Ja, und bei der Kristall, keine Ahnung. Vielleicht bin ich beide auf Level 70. Ja, vielleicht auch nicht. Träum weiter. Wo muss ich dafür hin? Also von Ho-Oh, ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo das sein soll, ehrlich gesagt. Also Ho-Oh findest du in Teak, das ist hier Zinnturm, aber du brauchst vorher erst die, heißt das Ding, ja, Buntschwinge oder irgendwie so? Ja. Die Frage ist nur, wo bekommst du die? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ich habe schon Bisa-Fans am Start. Okay. Warum sollte ich eigentlich nach Teak City jetzt? Dukasia City, vom Manager des Radioturms, nach seiner Befragung natürlich erhält man in Silber den Silberflügel und in Gold die Buntschwinge. Und den Kristall okay. Gar nichts. Oder vielleicht kann man sich aussuchen. Naja, man bekommt ja beide, dann bekommst du das andere erst später. Ja. Ja, aussuchen wir, ja, weiß nicht. Aber das, ich meine, das erste aussuchen, das zweite natürlich dann das genau umgekehrte. Also ich erinnere mich jetzt noch in dem Spiel daran, dass du irgendwann einen Anruf von Professor Lind oder so, jedenfalls du bekommst irgendwie einen Anruf von irgendeinem oder so und meint dann, das Radio sendet total komische Signale aus und dann musst du nach Dukasia City, weil Team Rocket dort den Turm belagert hat. Aber ich weiß nicht, wann das ist. Okay. Die Frage war, was muss ich jetzt ganz speziell machen? Also kann ich nochmal in diesen Turm rein, wo ich vorher war? Bringt mir das was? Jetzt, wo ich Stärke hab? Ja, ich weiß nicht. Müsste, also es war doch irgendeine Stelle, wo ich mit Stärke weiterkomme. Dachte ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich story-relevant ist. Gut, ich schau trotzdem hin. Ja, wahrscheinlich wird es nicht story-relevant sein. Kann ich mir vorstellen. Oh ja, ihr seid nervig, ich weiß. Zubat ist ja gut, verpiss dich. Brenn es weg, diese Plage. Oh, bitte! Aber ganz ehrlich, wo sollte ich das sonst bekommen? Also, wo bekomme ich die Stärke? Ich kann ja nur Stärke, weil ich Relaxo getauscht habe. Ansonsten könnte ich Stärke überhaupt nicht. Das ist TM20. Wenn jetzt Stärke drin ist, dann raste ich aus. Nee, Stärke ist ein Ausdauer. VM. Okay. Ausdauer. Mindestens 1 KP bleibt übrig. Okay. Ja, kann man machen. Also spontan überflogen steht hier irgendwas mit neben Anemonia City oder in Anemonia City neben irgendwas. Mehr steht hier nicht. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das eventuell auf Fliegen bezogen ist oder ob das noch auf Stärke bezogen ist. Okay. Ja gut. So, wir sind jetzt hier auf Route 37. Haben wieder eine Aprikoko-Rot erhalten. Und noch eine in Schwarz. Und noch eine in Blau. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Aber ich kann gegen diese zwei Mädchen hier kämpfen scheinbar. Jo, Nora und ich arbeiten immer zusammen. Gegen die habe ich noch nicht gekämpft? Die Zwillinge Nora und Jo, echt? Pummel! Los, Glurak. Alter, warum bin ich so ein Wichser, ernsthaft? Pipi, auf Wiedersehen. Ein wenig zu stark. Ein wenig, genau. Glurak Level 50, was läuft? So, und hast du die Frage beantwortet, was ich in Teak City soll jetzt? Na, du musst ja erstmal nach Teak City, damit du Teak City verlassen kannst, Richtung Osten, weil da kommst du dann ja weiter in die anderen beiden Städte, die noch fehlen. Ach so, von Teak City aus dann nach Osten wirklich? Auf Route ja, 42? Genau. Zufällig? Weil ich bin gerade auf Route 42. Ja. Okay. Ja, und in Teak City befindet sich dann ja auch der zweite Turm, der Zinnturm, wo du später Ho-Oh bekommst. Okay. Aber dafür brauchst du eben diese scheiß Schwinge. Okay, so, dann hieß hier eine Höhle oder ich könnte hier auch surfen. Was mache ich? Also Kesselberg? Geh durch.
Okay, mit Blurak durchgehen, kein Problem. Ich tue trotzdem mal lieber den Superschutz drauf. Weil es echt wirklich nervig ist. Ich muss sagen, die Grafik hier sieht cool aus, weil ich quasi nichts sehe. Nee, quasi nichts ist übertrieben. Aber, also man, die Farbgebung ist interessant, das wollte ich damit sagen. Das ist was bräunlich dunkles. Ich bin auf Route 42 irgendwo rausgekommen. War das gut? Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Carpador. 3, 2, 1. Oh, Baldorfisch. Okay, ich nehme es zurück. Los, Glurak. Hat irgendwas von Galgenhumor so ein bisschen. Amadeus wurde besiegt. Was? Das kann nicht sein. Also dein Glurak Level 50 kann unmöglich gewinnen. Ich habe doch ein Wasser-Pokémon eingesetzt. Genau. Hey, das ist mein Geheimversteck. Ich stehe im Freien an einer Mauer. Verschwinde, du Außenseite! Ja, nein. Goro möchte kämpfen und schickt Nidorina. Alter, komm, ihr seid ganz ehrlich, ihr seid mir alle zu lächerlich. Vielleicht sollte ich was anderes als Glurak vorne hinstellen. Vielleicht sollte ich auch einfach schlafen gehen. Mal ehrlich, was könnte ich nach vorne stellen? Ich würde Glurak, Relaxo, Bisaflor so für den Notfall praktisch aufheben. Stell Togepi nach vorne. Okay, hatte ich nämlich auch gerade vor. Hallo Togepi. Was ist hier im Gras so? Ist hier was Interessantes? Nein, ich will nicht kämpfen. Alter! Weißt du, wenn ich mal will, dass ein Pokémon kommt... Ach, ich hatte noch Superschutz drauf, okay. Ich nehme das zurück. Ach, ist das schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, oder? Wolfgang, ja? Amigo. Für schlechte Wortspiele bin immer noch ich zuständig. Ja. Das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich nicht ändern. Dick da. Togepi, tu was. Intensität 5, ja, das könnte wehtun. Ja, nee, 5 KP, lächerlich. Genau, Togepi benutzt Furienschlag. Warum nicht? Mit seinem heftigen Schnabel, ne? Und Dickda One-Hit. Ich bin impressed, muss ich sagen. Kleinstein. Ich möchte nicht wechseln. Kleinstein setzt Finale ein. Wie wär's denn damit mal? Togepi benutzt Komprimator. Ist auch gut. Togepis Fluchtwert steigt. Na, herzlichen Glückwunsch. Bringt genau was? Ich bin jetzt kleiner, aber ansonsten... Ja. Ja, soweit ich weiß, dürfte die Genauigkeit... Also nicht deine Genauigkeit, sondern... Nee, ist ja auch nicht richtig. Also die Gegner treffen dich schwieriger, seltener. Ja, davon merke ich noch nichts gerade. Kleinstein haut ganz gut rein. Togepi erholt sich, Metronom. Donnerblitz hat keine Wirkung, toll. Überraschung, Sandwirbel. Togepi duckt sich, was? Was? Was war das für eine Attacke? Togepi, ach so, Schädelwurme, okay. Aber ist natürlich nicht sehr effektiv gegen Kleinstein. Oh, jetzt Drachenhut, jawoll. Togepi Dragon Rage. Alter, dieses heftige Teil, das ist unglaublich. Dictry. Level. Ja, wir dürfen raten. 20, 25, irgendwas. 16, okay. Hätte ich nicht gewusst. Dictry benutzt Triplette. Stimmt, Dictry konnte das einsetzen. Ich erinnere mich. Metronom. Giftpuder. Zeigt keine Wirkung auf Dictry. Weil Gift und ineffektiv gegen Boden ist. Stimmt das? Weiß ich nicht. Also in der Tabelle steht sie nicht, aber es kann sein, ja. Ja, aber ist Boden nicht effektiv gegen Gift? Boden ist effektiv gegen Gift, ja, das stimmt. Ja, und folglich ist Gift nicht effektiv gegen Boden? In diesem Fall stimmt es, ja, aber das muss nicht zwangsläufig gelten. Ja, okay.
Aber in diesem Fall, ja. Also Gift gegen Bohnen haut nicht rein. Aber theoretisch, also wenn was gar nicht wirkt, müsste eine Null stehen. Aber wenn es nicht so effektiv ist, ich weiß nicht, ob Statusveränderungen dann trotzdem reinhauen. So bewandert bin ich nicht. Frag den Picoda, wenn er mal wieder da ist. So, Sternschauer, wiedersehen. Ich würde sagen, es reicht aber trotzdem gerade, weil ich kann langsam nicht mehr. Die Wahrheit ist, ich will einfach langsam nicht mehr. Und die wirkliche Wahrheit ist, es muss auch irgendwann mal reichen. Wir sind zurück beim Pokémon Center, wir haben geheilt. Kadabra, nee, Simsala, sei Dank, so rum. Ist dir schon mal aufgefallen, Abracadabra, Simsala? Ha? Bim. Unglaublich. Bim. Weißt du vielleicht noch, wie es im Englischen heißt? Nein. Ich hatte es in Gelb, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Man merkt sich Dinge natürlich, wenn man es einmal gesagt bekommt. Jetzt habe ich selber vergessen, scheiße. Ja, ja, also, man merkt sich Dinge. Abracadabra, Alakazam. So im Englischen stimmt, funktioniert ja. Hat. So. Ich würde sagen, wir machen hier neben dieser netten Lady Schluss. Wenn sie jetzt Bar heißen würde, wär's. Lady Bar! Ich bin Loni und ich bin raus. Wir sehen uns! Ich bin Nick und ich. Nee. Einfach nee. Musst du selber wissen, ganz ehrlich. Genau. Ciao.